Hallo und willkommen im Schlamm. So heißt die Mission, die wir heute spielen. Dann wollen wir mal. Ah, schau, wieder ein Baum. Wir sind alle kampffreudig, aber ich sage euch, rückt vorsichtig vor. Das ist kein Wettrennen. Doch, das ist ein Wettrennen. Also der Witz war gut, die Reaktion nicht. Was ist denn das für eine geile Festung, die wir da haben? Als der Beginn der saxonischen Offensive. Über hunderte von Kilometern entlang der polanischen Grenze. Unser Ziel ist es, den Bahnhof einzunehmen. Kein sehr prestigeträchtiges Unterfangen, aber durchaus wichtig für den allgemeinen Kriegsfortschritt. Na gut, Gunther wird's wissen. Was für Stellung mit Brunhilde? Der Krieg macht Knaben zu Männern und Männer zu Helden. Nutzt also die und Frauen zu Müttern. Die sich euch hier bietet. Vorwärts! Nee, gut. Yay, vorwärts! Mensch, ist das eine geile Festung hier? Kann ich irgendwas produzieren? Oder wollen wir einfach so vorrücken? Ja, ihr geht vor. Ihr geht einfach vor, ihr seid unaufhaltbar. Das ist gut. Das waren weder die Polanier noch die Ruswirts. Die sind gestorben wie die Fliegen. Vorsicht vor den MGs. Der Prinz und ich kümmern uns darum. Das würde ich auch sagen. Der Feind ist voraus. Ich kümmere mich um die. Gibt's einen Weg, den wir erledigen sollen? Nein, gibt's nicht. Die haben MG. Bereit. Schießt! Artillerieschlag. Na komm schon. Ja! Du hast aber nicht viel Leben. Du hast aber nicht viel Leben. Raketensalve. Ja, warum nicht? Oh, das ist eine schöne Fertigkeit. Ja, ihr greift an, würde ich mal sagen, oder? Nee, gut, dann müssen wir mal wieder in den Osten und jemanden retten. Ja, erstmal Gunther reparieren, würde ich sagen. So. Soldaten sind die Lösung für jedes Problem, das sehe ich aber anders. Wieso seid ihr denn da unten? Wolltet ihr euch verstecken? Beinahe hätten wir euch vergessen. Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen. Ich bin bereit zu führen. Ich gebe mein Möglichstes. Für die Arbeit. Wo ist der Feind? Im Osten. Muss man euch alles dreimal erklären? Oh, müssen wir unten lang. Das sieht nicht gut aus. Also unten geht's auch nicht lang. Da ist halt so eine kleine Scheißbrücke. Da werde ich meine Mechs nicht rüberschicken können. Ich kann zumindest die Brücke von dieser Seite sichern. Gehen halt alle Soldaten mal wieder drauf. Gegner entdeckt und er ist nicht allein. Oh, nicht schon wieder. Komm schon, alle zusammen. Ja, du bist eine gute Brunhilde. Feuert, wenn ihr bereit seid. Komm schon. Die haben Flammenwerfer. Hinterwandert sie. Schießt. Ah, das ist doch eine gute Taktik. In die Zange genommen. Macht das MG doch einfach platt. Ja. Das sieht doch schon gut aus. Komm schon. Die sind ungedeckt. Da ist jemand in den Rang aufgestiegen.
aufpassen, dass es keinen Friendly Fire gibt. Was hiervon sind Feinde? Oh, da war eine Granate. Das ist doch schön. Kanoniere hier! Setz sie sinnvoll ein. Bereit für Befehl. Keine Aufgabe ist zu banal. Das ist schön. Dann sammeln. Ach, hier wären meine Mechs durchgekommen. Naja. Weiß man's. Weiß man's. So, Sekundärziel. Ihr seid kampfbereit. Ihr sammelt erstmal Zeug ein. Ach, das ist eine Waffenkiste. Mit der kann ich nichts anfangen. Ihr habt ja noch alle so viel Leben. Was ist da passiert? Und warum heilen sich die Gegner nicht? Ach, bestimmt, weil es meine Kiste ist. Na gut. Geben Sie mir eine Aufgabe. Ja, wir rücken vorwärts. Los, Brunhilde. Machen die zwei Mechs jetzt ein Baby? Ich hätte gern mehr Mechs. Antimech-Kanonen voraus! Verdammt! Das würde ich nicht gerade leichten Widerstand nennen. Ich würde das auch nicht leichten Widerstand nennen. Raketensalbe! Oh, das ist spaßig. Das nicht. Spiel hatte sich minimiert. Man soll das nicht machen. Wieder minimiert. Muss mal kurz schauen, was da los ist. Wir sind gleich zurück. So, ich habe es jetzt mal auf rahmenloses Fenster gestellt. Mal sehen, ob das klappt. Prinz Wilhelm wird beschossen. Nein, mein Prinz Wilhelm. Ah, Scheibenkleister. Und die nehmen die Kanone natürlich wieder mit. Ich hätte die schon längst von hinten angreifen sollen. Gegner entdeckt. Kann ich Prinz Wilhelm nicht zurückholen? Wieso gehst du jetzt nach vorne? Das ist doch einfach nur dämlich. Du bist erledigt. Los aus MG. Sehr gut. Nochmal. Wie lange brauchst du denn zum Nachladen? Ah, schon ein bisschen. Komm schon. Ja, noch ein bisschen, dann ist es down. Ich hätte lieber auf die Menschen geschossen, aber was weiß ich schon. Nein, welcher Trupp ist gefallen? Steh wieder auf. Komm schon, ihr könnt nicht alle dämlich positioniert sein. Max! Polanische Max aus dem Norden! Das soll wohl ein Schatz sein. Bemannt die Antimech-Kanonen. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Los! Wir werden angegriffen. Ich höre! Ich hab doch kaum Antimech-Kanonen. Feuer! Ihr sollt ihn wiederbeleben. Wie läuft's? Ihr sollt nicht fallen, ihr braucht die Anti-Mech-Kanone. Ich höre! Feldkanone einsatzbereit. Ja, dann schießt. Ich bin bereit zu führen. Wir haben schon Schlimmeres repariert. Ja gut, dann. Dann wird es irgendwie klappen. Ein leichter Widerstand ist es tatsächlich nicht. Boah, was ist denn los mit meinem Setup heute? Ja, ich bestätige das Ziel. Komm schon. Artillerie! Feuer! Alles wieder in Ordnung, das sehe ich anders. Also hier unten. Nein! Meine Anti-Mech-Kanone! So. Der Kaiser kann auf uns unterwegs! Feuer. Wir warten auf eine Mission. Ja, ihr heilt euch jetzt erstmal. Und ihr schießt vielleicht von hinten auf ihn drauf. Ja. Ich habe zu viele Männer verloren. Der Feind hat sich eingegraben. Wir schauen, was wir tun können. Ach, jetzt müssen wir die links auch noch wieder aufpäppeln. Könnt ihr nicht einfach das hier heilen? Doch, könnt ihr. Na gut. Verstärkung. Erwarten Befehle. Wo ist Verstärkung?
Wir haben Glück, dass Kommandant von Duisburg auf unserer Seite kämpft. Ja, der Duisburger wird schon richten. Aber zumindest meine Mechs kann ich hochheilen. Alter, werden die abgemäht. Ladet doch mal schneller eure Ausrüstung. Ja, ja, alle bereit. Dann schauen wir mal, ob wir denen irgendwie geholfen bekommen. Möglich schnell. Naja, meine Brunhilde ist ja so langsam. Komm schon. Was benötigt der Kaiser? Feuer! Der Kaiser benötigt, dass ihr schneller Feinde tötet. Wo ist der Feind? Vor euch. Haut drauf. Wir sind hier als Offensive, die Lösung für jedes Problem. Komm schon, bevor die SMG umdrehen. Ja! MG ungeschützt. Ihr seid bereit zu führen? Kommt doch erstmal hier runter. Ein Mech. Oh. Ach, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Komm schon. Da sind doch die Feinde. Oh, das sieht anders aus. Wieder nach oben. Ihr sollt nicht führen, ihr sollt schießen. Schießt. Bisschen schleunig. Ihr geht mal weg, euch heilig. Hier, ihr nehmt Gesundheit. Kann nicht schaden. Das kann gar nicht schaden bei euch. Ja, dann beschießt den Feind doch selber. Hui. Der Prinz von Saxony ist auf dem Weg. Das ist schön für ihn. Und wir müssen unsere Mechs wieder hochheilen. Bleib mal stehen. Och nee. Ich bin bereit zu führen. Ja gut, dann schalt mal die da oben erstmal aus, würde ich sagen. Komm schon. Jetzt aber. Schieß. Triff auch. Komm schon. Ja. Das war hilfreich. Das ist weniger hilfreich. Am besten Artillerieschlag, hätte ich mal gesagt. Danke für die Hilfe. Warum wurden wir nicht gewarnt? So viele weiß ich doch nicht. Und Max, die meinen es ernst. Wir aber auch. Verschätzt eure Position. Das ist doch nicht vorbei. Na, das würde ich auch sagen. Dann mal los. Hui, die ziehen mich ganz schön aus hier. Jeder nimmt was mit. Ja, das will ich doch meinen. Jeder nimmt was mit. Ihr nehmt vielleicht mal die Flammenwerfer. Das sieht doch gut aus. Hier, dann heilt mal die Brunhilde wieder noch hoch. Boah, da kommen noch mehr. Der Feind ist genau hier. Ihr seid bereit zum Einsatz, das ist wunderbar. Komm schon. Raketen! Ja! Ah, der Mech macht Spaß. Wieso nicht gleich so? Wieso nicht gleich so? Wie viel Schaden? Nimmt doch Hilfe, ihr zwei! Geben Sie mir eine Aufgabe! Gebt euch selber eine Aufgabe. Warten auf Anweisungen! Ach, der andere Trupp ist hier vorne. Der Kaiser kann auf uns zählen. Wird Brunhilde von Benjamin Blümchen gesprochen? Das klingt sehr danach. Es ist uns eine Ehre. Euch ist es eine Ehre, euch aufzuhelfen. Das ist aber schön. Das ist aber schön. So. Wo ist der Feind? Irgendwo vor uns, würde ich sagen. Ist auf dem Weg. Ich hoffe, der Rest hier auch. Sind feindliche Einheiten. Das überrascht mich jetzt nicht. Das sind ja wirklich feindliche Einheiten. Wir sind stets bereit.
schießen jetzt schon wieder. Angriff aufs Geschütz. Geht mal hier rein. Geht doch einfach rein, nicht kriechen. Ja, anscheinend alle. Auf geht's. Nicht reinkriechen, ihr sollt einfach reinsteigen. Ach, Vollidioten. Komm schon. Granate. Granate. Wird es was heute noch? Ja, das hat doch funktioniert. So, jetzt seid ihr hoffentlich alle drin. Jetzt seid ihr hoffentlich alle drin. Hätten wir schon davor Menschen einquartieren sollen. Komm schon. Spezialfähigkeit. Bisschen Friendly Fire ist immer in Ordnung. Ah, das sieht doch gut aus. Feindliche Mechs, attackiert sie. Flambiert ihn. Flambiert ihn. Ah, ihr könnt ja gar nicht flambieren. Ihr seid nicht meine Flambierer vom Dienst. Hier sind meine Flambierer. Schön angreifen. Schön angreifen. Na also. Und ihr flambiert den Feind. Das sieht doch gut aus. Wer hat hier Ruhm errungen? Hoffentlich nur ich. Das ist schön. Ihr nehmt mal den Flaggenposten ein. Nee, danke, ich rauch nicht. Komm schon. Ach, ist das schön. Aus anderen Sektoren entlang der gesamten Front wird schwere Gegenwehr gemeldet. Der Feind drängt in saxonisches Gebiet ein. Verluste? Vermutlich Zehntausende. Oui. Das ist Irrsinn. Polania hatte schon immer genügend Männer. Aber sie konnten im Ernstfall nicht schnell genug mobilisiert werden. Doch Eisenbahn und Automaschinen haben das geändert. Dann müssen wir... abhauen? Excellenz! Starke feindliche Truppen nähern sich uns! Von Norden! Befestigt diese Stellung und schafft alle Waffensysteme her, die wir haben. Sichert die Engpässe im Norden. Wir können sie nicht offen angreifen. Ja, das klingt danach. Flammenwerfer bereit! Wir sind bereit! Ihr seid bereit, schaut mal in die Waffenkiste. Obwohl, ihr nehmt die MGs. Wir brauchen Maschinengewehre. Und... ja, alle, die drin sind, sollen raus. Ich will die MG-Schützen da rein. Was soll ich denn befestigen? So, sammelt erstmal Ressourcen. Oh. Ja, das sieht doch gut aus. Braucht sonst noch jemand Gesundheit? So, die MG-Jähre gehen hier in die Festung rein. Wir warten auf eine Mission. Wo sind denn? Ja, was könnt ihr denn gerade bauen? Oh, Schrapnellunterstand und Unterstand. Das sieht gut aus. Verteidigungsanlagen, die Saxonis würdig sind. In Ordnung, Männer. Was immer auf uns zukommt, hat mehr Angst vor uns als wir vor ihm. Ihr seid die am besten ausgestattete Armee der Welt. Dafür wurdet ihr ausgebildet. Wir haben seit 100 Jahren keinen Krieg verloren. Und das bleibt auch so. Für Saxony! Für Saxony! Komm schon! Befestigung bereit. Da sind nochmal MGs. Nehmt die doch! Ja. Stets wachsam! Eine andere Waffe könnte uns weiterhelfen. Zu dienen. Da geht's lang. Sagen Sie uns einfach, wo der Feind ist. So, ihr MG-Leute, ihr kommt in den Schrapnellunterstand, der diesmal richtig rumsteht.
Und links wäre das auch nicht schlecht gewesen. Könnt ihr noch was bauen? Einen Kammschrei wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja! Mist. Wo kommen sie? Baut doch erst fertig! Ja, das glaube ich. Attacke! Ihr seid eigentlich Flambiniere, aber... Okay. Kommen die Anti-Mech-Leute mal ans LMG. Komm schon! Mit der Schrapnellunterstand, das sieht doch schon gut aus. Ihr nehmt noch neue Waffen. So, und ihr kommt einfach daneben. Ja, vorne an die Front, sonst bringt das hier alles nichts. Ihr brennt auf einen Kampf, das ist schön. Euch brauche ich jetzt nicht mehr. Ihr nehmt hier schön Anti-Mech-Waffen. Komm schon. Ja, dann geht ihr eben hier rein. So, ihr habt ausgerüstet. Einmal Gesundheit. Obwohl sie es kaum lohnt. Ja, ja, das wird schon. Das wird schon klappen. Komm schon, lass sie nicht durchbrechen, Jungs. Du sollst schießen. Schieß! Welcher Trupp ist jetzt schon wieder gefallen? In die Rückenpanzerung. Na also. Na also. Ja, ihr habt aber nicht viel Leben. Hätte ich meine Pioniere besser behalten. Nein! Hier, du nimmst mal Gesundheit. Ja, der kann so viel ins Visier nehmen, wie er will. Wir sind stark gerüstet hier. Nein, der einzelne Kämpfer da muss unbedingt sich wieder aufheilen. Sonst wird das hier nichts. Ach, hier haben wir auch noch Hilfe und eine Waffe. Ich brauche mehr Männer. Ganz eindeutig. Echt, beide Waffensysteme am Arsch. Seid ihr denn deppert? Na, dann gehen wir da mal nach. Sehr schön. Der ist wieder stabil. Und mit dem holen wir mal die Anti-Mech-Kanone da. Weiß nicht, ob das eine sinnvolle Idee ist, aber... Ja, das wollen wir hoffen. Oh, triff doch mit deiner Salatschleuder da. Na, wenn du weiter so schießt, dann vielleicht doch. Attacke, würde ich sagen. Ja, natürlich. Ja, so langsam wie die Mechs sind. Boah, lasst euch doch nicht einfach so kassieren. Mensch, Mensch, Mensch. Oh. Da schießt mal das ab, Ruhmhügel. Mach mal. Wo willst du denn hin? Schön vorne an der Front bleiben. Artillerie! Die haben verdammte Artillerie-Max! Scheiße! Wilhelm, wir müssen da raus! Wir sind die Einzigen, die ihnen gewachsen sind! Nach ihnen! Neue Sekundärziele erhalten. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Ja. Ich bin nicht überrascht. Attacke! Verstärkung eingetroffen.
Oh, nicht von hinten. Die haben meine Taktik. Ja, angreifen, würde ich sagen. Ja, ja. Feindliche Truppen von Osten! Die haben sie überrannt. Sie dürfen uns nicht umzingeln. Sammelt euch an der südlichen Basis. Fall zurück! Neues Primärziel erhalten. Attacke! Die greifen uns von hinten an. Komm, wir sollen uns hier... Ach, südlich sammeln. Egal, wir gehen mal mit Wilhelm hier lang. Kann nicht schaden. Hört auf zu fallen. Raus mit euch. Bringt jetzt nichts, wenn ihr nur in die falsche Richtung schießen könnt. Oh, keine Ahnung, wen soll ich denn nehmen? Die MG-Schützen, vielleicht heilt euch mal hoch. So, und du gehst hier nach unten. Heiliger Bimbam. Geh zurück, geh zurück. Beschützt den Prinzen. Deckt ihren Rückzug. Unaufhaltbar. Wie viel waren denn das? Okay, wir müssen zurück zum Dorf. Das sieht nach einem sinnvollen Plan aus, hier einfach. Für den Rückzug. Diese ganze Munition ist verdammt schwer. Lösung für jedes Problem. Wer wird beschossen? Oje. Überall ist der Feind. Attacke! Und schauen. Feind ist vor euch. Feind ist vor euch. Hilft es? Komm schon, rein mit deinen Granaten da. Dass du schießt? Der Kaiser benötigt, dass du schießt? Komm schon. Auch ihr steht nur hier rum, das ist aber dämlich. Ja, hört mal auf zu fallen. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Was habe ich denn gerade gesagt? Sprich ich Spanisch? Ich dachte, ich bin die Saxonier, nicht die Spanier. Oh! Zertrampel alle! Zertrampel sie! Och Mist, scheiß Artillerie. Komm schon. Ja, das hoffen wir. Komm schon. Attacke. Brauch mehr Hilfe-Items. Hätte ich doch nicht alle schon verschwendet. Komm schon. Komm schon. Ich gehe gleich drauf. Er greift doch an. Nein, mein Held. Mein Held. Wie kriege ich den denn überhaupt zurück? Oh. Schlechte Grüße vom Kaiser, hoffentlich. Ja, ihr sollt selber schießen. Ach komm schon, ich dachte zumindest, die LMG-Typen schießen hier raus. Ja, ich krieg's mit. Ich krieg's mit, Gunther. Komm schon. Jetzt den zweiten Mech hier ausschalten. Das sieht doch furchtbar für uns aus. Komm schon. Zuerst den Mech. Der Rest ist ja weniger wichtig. Der ist jetzt ein Veteran. Das ist aber nicht gut. Kannst du deine Spezialfähigkeit nicht schneller aufladen? Nein, der haut mich. Der haut mich.
Oh, das will ich auch mal meinen. Ja, dann greif zurück an. So, die Leute müssen hier mal raus und schießen. Schießt! Schießt doch! Ja, das habe ich gemerkt. Hui! Und wie soll ich jetzt mit einer geschwächten Brunhilde ohne irgendwas anderes... Oh, feindliche Einheit. Ach, wenn's weiter nichts ist. Wenn's weiter nichts ist. Wie soll ich das denn machen? Ich dachte, ich krieg Verstärkungsmix. Oh, Bunker hilft mir nichts. Boah, nein. Nee, so wird das nichts. Ich hätte mich einfach zurückziehen sollen. Ja, er öffnet das Feuer. Ich gehe hier drauf. Rückzug. Viel zu spät, aber was soll's. Die werden mich gleich in den Rücken schießen und dann ist vorbei. Das sind zu viele Feinde. Oh! Oh. Spielladen. Wir haben doch sicher ein Autosave. Schauen wir mal. Hui. Dann machen wir es doch einfach nochmal. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon. Geben Sie mir eine Aufgabe. Die Brunhilde wird auch jetzt zurückgeschickt. Los geht's, Brunhilde. So. Ja, wo seid ihr denn? Ausgewählt? Wunderbar. Dann einmal ein Bunker. Niemand baut Befestigung. Wir warten auf, lasst uns ein paar Panzerungen knacken. Ja, das würde ich auch mal behaupten. Die Lösung für jedes Problem. Dann bemannt mal schön das MG hier. So, die Brunhilde ist so langsam, die schickt man jetzt schon nach Hause. Die kriege ich nachher nicht hoch. So. Ihr sammelt schön Ressourcen. Ihr seid zu allem bereit, das ist aber schön. So. Gut kämpfen sollt ihr. Gut kämpfen. Hä? Ich hab doch euch. Sexony. Na, ob das so stimmt und so bleibt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Komm schon. Ihr Anti-Mech-Leute sollt mal in euren Bunker gehen. Hier. Das ist sehr gut, dass ihr euch da verschanzt. So, wo ist meine Anti-Mech-Kanone hin? Hier, da ist das MG. Das passt. Flammenwerfer. Okay, ihr braucht auf jeden Fall nochmal... Ja, Panzereinheiten können nicht verkehrt sein. Panzereinheit, ich begrüße Sie. Ja, dann kommt mal hier. Hey, für Sexy. Nein, ihr sollt nicht kämpfen, ihr sollt euch verstecken. Euch brauche ich definitiv. Die Anti-Mech-Kanone soll doch einfach schießen. Komm, ihr hilft hier einfach mit. Flammenwerfer, ihr hilft hier einfach mit. Ja, dann beschießt doch die Feinde einfach zurück. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. So hatte ich mir das vorgestellt. Ja, war das schon alles. Unterwegs.
Der nächste Angriff kam, glaube ich, von hier oben. Können die ja zumindest da abfangen. Wir sind zu allem bereit. Ihr seid zu allem bereit, das ist wunderbar. Dann stellt euch mal hier oben hin. Könnt ihr die bisschen rüsten? Habe ich sonst noch Einheiten? Nö, die brauche ich zum Heilen von meinem Mich. Attacke! Attacke! Boah, werden die zerlegt! Ja. Spielt sich schon anders ohne meinen großen Gunther hier. Nee, Brunhilde. Keine Ahnung, wer Brunhilde jetzt wirklich war. Komm schon. Doch, das hat doch Schaden gemacht. Sieht doch gut aus. Das ist nie gut, so. Ja. Das habt ihr aber schön gemacht. So, dann kommt mal mit. Dann kommt mal mit. Wer ist unter Feindbeschuss? Ach, das haltet ihr aus? Was fliegt denn da? So, ihr nehmt Gesundheit. Wir sind zu allem bereit. Ihr nehmt auch Gesundheit. Und ihr repariert den Typen da. Kriegt ihr den echt nicht platt? Boah. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, aber ich mag euren Enthusiasmus. Die kriegen den echt nicht platt. Verlasst mal euer... Komm, das sind doch nur MGs. Ran an den Feind. Da ist noch einer. Wieso kriecht ihr? Ich hasse es, wenn die einfach so kriechen. Ja, ihr schießt doch auch auf die. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, aber auch hier lobe ich mir den Enthusiasmus. Aber Sanitäter brauche ich glaube gerade nicht. Mehr Männer, mehr Mechs, mehr alles. Könnt mich nicht einfach ausschalten? Ja, das ist jetzt unsere Aufgabe, hier die auszuschalten. Komm schon! Schön angreifen. Nein, die Mechkanone ist weg. Komm schon! Das sieht doch diesmal gar nicht so schlecht aus. Flambier ihn! Mach doch erstmal den dämlichen Mächter weg. Ja, geht raus. Macht sie platt. Rückzug für euch. Da ist der Feind. Deckt ihren Rückzug. Feindlicher Angriff aus Osten. Wir können nicht. Jo. Major von Kolpitz, hören Sie mich? Feindliche Truppen von Osten. Die haben Sie überrannt. Sie dürfen uns nicht umzingeln. Ja, ja. Das kriegt man hin. Zurückfallen. Ja, diesmal läuft es doch gar nicht so schlecht. Bis auf das, was hier da noch so rumlungert. Wir schauen einfach, dass wir schnell zurückkommen. Und dann läuft es. Komm schon, schaltet mal in Turbo-Modus. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also ich bin ja Sexy. Genau, niemand entkommt meinem Zorn.
Obwohl, hat eigentlich schon Sinn gemacht, dass ich mir da nicht so sicher bin. Rückzug. Ach, ihr seid Feinde. Geben Sie mir eine Aufgabe. Sie schießen auf mich. Ja. Du bist auch ein großer, starker Mich. So, auf zu Brunhilde. Positionswechsel. Mehrere Feinde ausgemacht. Eins von Saxony ist auf dem Weg. Wir warten auf eine Mission. Ihr wartet auf eine Mission. Bereit für Befehle. Ich warte hier auf einen Bunker. Mehrere Feinde ausgemacht. Die Saxonys würdig sind. Komm schon. Ja, ihr sollt nicht kämpfen, ihr sollt einfach weiterkommen. Und zwar schnell. Verteidigungsstellung, um sie zu verlangsamen. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Der Feind. Wir sehen eine feindliche Einheit. Ja. Ich marschiere zum Rüsten. Einer unserer Trupps ist gefallen. Explosivgeschoss. Oh, jetzt fallen die sogar beim Bunkerbauen. Ja. Das ist Pech. Brunhilde, mach mal Schaden. Warten auf Anweisung. Ihr wartet auf Anweisung. Schön für euch. Ich habe hier echt keine Ingenieure mehr. Pioniere, meine ich. Das ist dann nur dämlich. Kommt da noch einer mit? Nö. Nur Feinde kommen mit. So gut wie erledigt. Oh, das ist schön. Ich kümmere mich um die. Komm schon. Grenadiere bereit. Aha. Achso, ihr könnt ja aufnehmen. Wir nehmen jede Aufgabe. Ja, nehmt das Werkzeug. Wo ist der Feind? Kontakt. Wir werden beschossen. Bisschen pronto hier. Oh je. Geben Sie mir eine Aufgabe. Oh je. Jetzt kommen die! Wilhelm, lasst euch zusammenflicken und bleibt hinter den neuen Einheiten. Max, mit mir! Vorwärts! Begebe mich dorthin! Das ist gut. Das sieht doch gut aus. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Das ist nicht gut. Ja, der Kaiser benötigt, dass ihr euch anstrengt. Schön anstrengend. Ja, ja. Das sieht doch gut aus. Gegenangriff. Hier ist der Feind. Und diesmal sind wir wieder in der Überzahl. Ist das nicht schön? Look, diesmal schaffen wir es. Ja, ein schönes Gefecht. Schwere Mörsereinheiten. Oh, da kommen immer noch mehr. Attacke. Ich bin nicht überrascht, dass unsere Trupps hier fallen. Komm schon. Das sieht gut aus. Wo sind meine Mechs? Ja. Sie fliehen. Oh, das sehe ich. Nein, komm zurück. Wir müssen uns sammeln. Such die Verwundeten. Ich will jeden verletzten Saxonier in Sicherheit. Los. Könnt ihr das nicht selber machen? Anscheinend nicht. Was zur Hölle war das denn? Weiß ich nicht. Wir haben gewonnen. So sieht ein Sieg in diesem Krieg aus. Nicht sehr gut. Wir haben die größeren Reserven. Wir werden gewinnen. Irgendwann. Das ist die richtige Einstellung. Ihre Mechs sind unseren gewachsen. Das wird kein schneller Sieg. Nee, definitiv nicht. Ah. War doch ein schneller Sieg. Es ist vorbei. Boah, die war anstrengender.
Ja, wunderbar. Eine Medaille. Die hänge ich mir an den Kühlschrank. Und natürlich haben wir uns jetzt die Filmsequenz verdient. Fortsetzen. Ja, mach mal ein bisschen hin. Spielerlevel. Wunderschön. Wunderschön macht ihr das hier. Filmsequenz. Da kommt sie. Hoffentlich. Östliche Front, Weihnachten im Jahr 1917. Ah, ja, eine schöne Stimmung hier. Wäre mir zu kalt. Oh, die werden, glaub ich, gleich angegriffen. Ich weiß nicht, ob die ein Akkordeon oder einen Dudelsack haben. Oder beides. Wir hatten die klare Order, dieses Jahr nicht wieder mit dem Feind zu feiern. Es ist Weihnachten. Der eine Tag, an dem alle diesen Mist kurz vergessen können. Diese Menschen haben über 2 Millionen Saxonier getötet. Und ich soll jetzt mit denen feiern? Ihr Vater denkt, das ist es wert. Wie sollte es? Und es ist nicht der Krieg meines Vaters. Oder wenigstens nicht mehr. Wessen Krieg ist es denn dann? Deiner? Es ist der Reichstag. Diese Politiker und Industriellen. Juristen und Bankiers. Die Krone sollte sie alle zum Teufel jagen und die Sache beenden. Und all diesen Männern sagen, dass sie umsonst gelitten haben, das wäre das Ende der Monarchie. Das ist es dann nicht wert. Wie viele Menschenleben könnten wir retten, wenn wir diese Bastarde auf der Stelle töten würden? ...1920 Schloss von Duisburg mit Duisburg. Oh, ich dachte, er nimmt gerade ein bisschen was vom Hundefutter für sich selbst. Anscheinend war es nur Schnaps. Dann ist ja in Ordnung. Mensch, die Zwischensequenzen haben aber eine schlechte grafische Qualität. Kaiser! Was ist mit ihm? Kaiser Friedrich will Sie sprechen in der Dresdner Residenz. Kein Interesse, ich will ihn nicht sehen. Aber er ist der Kaiser. Es ist Ihre Pflicht. Nein, nicht mehr. Und er ist Ihr Freund. Ja, vielleicht. Kommt er wieder einen Sündenbock? Der Bote sagte, es sei dringend und dass er eine Absage nicht akzeptiert. Ich riet ihm, das in Ihrer Anwesenheit nicht zu wiederholen. Bitte, Exzellenz, der Kaiser wird von allen Seiten bedrängt. Oh nein. Das heißt, man will ihn absetzen. Oder gleich die ganze Monarchie abschaffen. Wäre doch nicht so schlicht. Er braucht den Retter von Saxony an seiner Seite. Pack meine Sachen und mach die Kutsche fertig. Sie steht schon bereit, mein Herr. Ach, ich mag ihn aber von der Art. Bis auf den kriegstreiberischen Aspekt. So, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.